Hallöchen und endlich willkommen zurück bei Let's Play Little Battlers Experience. Wir sind immer noch hier im Südgebäude und suchen den Scharfschützen, der ja im dritten Stock ist. Und soweit ich mich nicht ganz verzählt habe, müsste es eigentlich hier sein. Wenn nicht, dann gucken wir woanders nach, aber eigentlich müsste er irgendwo da sein. Okay, ein Schritt, schon kommen wieder ein paar Gegner. Wunderbar. So, haben wir wieder ein Deko-Trio. Da kämpfen wir mal. Denn wenn man flieht, verliert man extrem viel von seinen... Ach, weiß ich gerade, wie das heißt. Auf jeden Fall das Zeugs, wo man dann sozusagen stirbt, wenn man keine mehr hat. Hoppala. Alles klar. Muss wieder mal ein bisschen reinkommen. So, so geht das genau. Und down. So, du noch. Und das war's, oder? Jupp, das war's. Super. Finish. Perfekt. Wir haben wieder eine kleine Pause. Ich bin wieder komplett draußen. Aha. Alles schon getuned. Also diese Tuning-Punkte, die Wartungsleiste. Wenn man da einmal flieht, dann geht die Wartungsleiste fast auf die Hälfte zurück und dann... Jupp. Ist man, glaube ich, Game Over, wenn die direkt auf Null ist. Das heißt, das ist nicht ganz so cool. Aber gut. So, entweder das Tier oder ein Stockwerk drunter. Mal gucken. Da geht nichts auf. Und da war ich schon. Ich glaube, da bin ich ein Stockwerk zu hoch. Na ja, wunderbar. Wie im letzten Part. 30.000 unnötige Kämpfe. Die aber sein müssen. So, Kampfbeginn. Ich muss eben wieder ein bisschen reinkommen vor den wahrscheinlichen Bosskampf gegen Hitman. Das heißt, einiges ist gar nicht mal so schlecht. So, angreifen war hier, genau. Was ist das da? Was ist das? Das will ich haben. Ein bisschen mehr Schild. Und... konnte jetzt nichts machen. Und Flank wieder wins. Final Strike. Spitze. Mhm. Auch ein Deko-Teil, super. Deko irgendwas rechts. Bishop, Deko, Deko. Boah, so viele Deko-Teile, Wahnsinn. Aber ich denke, es ist doch ein bisschen klüger. Super. Wäre doch ein bisschen klüger, wenn ich da gruppenmäßig wieder zurückgehe auf Hunter. Denn Hunter wird ja wahrscheinlich auch der sein, der den Kampf da ausführt. Hunter vs. Hitman. So, da wieder. Was ist das da? Nix, okay. Ein Stockwerk runter. Gucken wir hier mal noch. Wahrscheinlich war das der vierte Stock, denn ich rechne mal so: Erdgeschoss, erster, zweiter, dritter Stock. Was ein großer Fehler ist, wahrscheinlich. Oder war das der dritte Stock? Ich glaube schon. Hat zumindest Dingens gesagt. Aha, okay. Gehen wir ein bisschen weiter weg. Mhm. So, und dann nochmal. Dann schießt er, ha? Cool. Und macht er mega Schaden, wow. Wir müssen einigermaßen. Wir auch ein bisschen bewegen.
etwas zumindest. Das ist ja krass. Oh, das war's schon. Das ist ja geil. Ja, okay, wäre ja mega cool. 15 bei wann? Bei Amy Boss, oder? Und Laserstrahl bei Cass. Guter Schlag bei Wann. Hoch. Kenngröße von Wann Yamato wurde erweitert auf Größe M. Passt die Einheiten an und verschaffe den LBX einen Vorteil. Kenngehäuse wurde vergrößert. Okay, muss ich doch mal gucken. Ganz viele Zeugs. Moment. Das muss ich gucken. Anpassen. Kennenheit bei Wann. Ja, genau, ist aber der Kasten ein bisschen größer geworden, kann das sein? Also wenn das normal ist. Aha, aha, aha. Okay, kann ich irgendwas Geiles umbauen, eventuell. Weil das doch noch etwas krass kompliziert ist, wobei das ein bisschen... Ah, ist immer noch so... Naja, das lasse ich erstmal. Ist doch ein bisschen zu krass kompliziert, bevor ich jetzt da wieder eine Stunde rumpopel. Es muss nicht sein. Wir wollen endlich mal den Kampf sehen. Das ist ein bisschen offen. Open for Business. Mhm. Zweites Obergeschoss. Im dritten kam ich nicht hin, das heißt, ich muss hier irgendwie hinkommen. Die Spannung steigt. Überall reingehen. Kiste? Wo ist die Kiste? Spielzeugmedaille. Wahres Geld. Und ein weiterer Kampf. Ich hoffe, wir kriegen trotzdem noch den Bosskampf rein. Ich versuche es mal gleich von hier aus. Okay, der visiert automatisch und das ist schon mal ganz gut. Aha, das ist ja cool. Aber doch ein bisschen... Wenn ich direkt gefährlich bin, muss ich doch ein bisschen auf meine Gesundheit achten. Die arme Amy. So. Und down. Das hat's noch ein bisschen erwischt, schade. Macht aber nix. Ich werde mal durch zur Klinge. Ich will ein bisschen Action. Komm her. Und right in your face. Und bei dir auch noch. It's all over. Know your place. Kingwiz wurde auch erweitert. Wieder ein Ballreparatur ist, wird die Kalmine. Interessant. Ist das ein Kampfwürfel? Nö. Doch ein bisschen zu krass, das Item, das ich jetzt irgendwo hier finden würde. Die Kampfwürfel. Und wieder was. Mann. Ich könnte liebsten einfach abhauen, aber es kostet so ultra viel. Kann ich mal zeigen. Das habe ich noch gar nicht gezeigt im nächsten Part. Wenn ich mir jetzt zurückziehe, dann geht der Wartungsreise extrem nach unten. Und das muss nicht sein. Da ist nix. Ne? Wieder raus. So, warten. Jetzt 12 habe ich noch. Aber ich habe nicht immer so viel dabei, das ist das Problem. Doch eine Tür. Ich bin ja nicht neugierig. Aber ich will es schon wissen.
Komme ich da irgendwie rein bei dir einen? Ich glaube nicht, aber... Egal. Machen wir noch ein kleines Kämpfchen. Mal wieder. Jetzt muss ich ein ganz gutes Training. Ich kann ja auch relativ gut hochleveln. Und ich denke, das müsste auch noch ein bisschen üben. So, wenn ich den Fokus rausnehme, kann ich zumindest ein bisschen da rumpuppeln. Warte, aufpassen. Amy? Einigermaßen ausgewichen. Oh. Das tut ein bisschen weh. Okay, dann kommt wieder der Fokus rein. Und zack. Ich denke, der ist einigermaßen bedient. Da kommst du. Das ist praktisch, wenn die direkt hintereinander stehen. Ich denke, da bekommt der Hintern auch noch ein bisschen Schaden ab. Komm her, das machen wir so fertig. So. Komm, komm. Das war gut. Und hier kommt der gar nicht so gnadenlose Gnadenschuss. Awesome! Oh! Mega getuned. Nochmal ein Öl. Öl kann nie schaden. Komm hier rein. Ne. Wann versuche ich es dann? Die. Da ist ein Speichermeter. Hätte ich das gewusst. Ich hexe den ganzen Weg nach unten, dann wieder nach oben. Das kostet ja gar keine 3000 Stunden. Ich speichere mal bei dir. Auch wenn wir noch ultra viel Zeit haben, aber sicher, sicher. Beim letzten Mal war es hier, dann geht es hier bei Datei Nummer 3. Für Sicherheit Safe States, man kann ja nie wissen. Verkackte Aufnahme und ich stehe dann blöd da. So, 1% Questabschluss und hier auch noch ein paar schöne Prozentzahlen. 27% der Kampf-Items. Auch interessant. Metamo, gern geschehen, bis später. Und tschüss. Und rein hier. Aha. Du schon wieder? Black Suit. Hey, das ist das Skin mit dem LBX, den wir holen sollten. Aha. Ich wusste doch, dass wir das nicht zum letzten Mal gesehen haben. Wann? Kennst du die Typen? Und wie? Vom Flussufer. Die haben diese Frau verfolgt, die mir den LBX gegeben hat. Hey, gutes Gedächtnis, Kleiner. Diese Gestalten sollen den Premierminister umbringen? So sehen sie irgendwie nicht aus. Ja, glaube ich auch nicht ganz. Ich glaube, das sind schon andere Leute. Den Premierminister umbringen? Was quatscht ihr da? Ja, die sind ein bisschen zu doof und zu lakaig, sage ich mal dafür. Ich denke mal, das sind 1000 Stufen unter den Leuten, die das machen. Also, geht von denen kaum Gefahr aus. Ich sag mal, die sind irgendwie so im Gefahrenbereich Team Rocket. Die sind immer da, aber machen irgendwie nie richtig Ärger. Ich denke, die werden auch noch 30.000 Mal sehen, irgendwie. Ist doch egal. Das ist unsere Chance, diesen LBX zurückzuholen. Das ist oberste Priorität. Angriff. Genau. Los, holen wir uns Pikachu. Hat schon ein bisschen Parallelen. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Geh klar, Boss. Und der Dicke ist Mauzi. Die Selbix, der habe ich doch schon mal gesehen. Ihr habt dieses Chaos in meinem Wohnzimmer angerichtet. Ich muss das alles wieder aufräumen, damit ich kein Hausarrest kriege. Denkst du, das kratzt uns? Wenn du ein Problem drin hast, lass uns doch mit deinen LBX-Kampf regeln. Ein Kampfwürfel? Interessant, also auch ein neues Gebiet. Hey, wir spielen sogar nach euren Regeln für Kinder, wenn ihr wollt. Heute ist ein guter Tag. Wann fällt einem das, was man sucht, denn schon direkt in den Schoß? In Ordnung, legen wir los. Los geht's!
Nächster Bosskampf sind die Polter, aber okay. Kämpfe gegen die drei Clowns. Bei den Docks, okay, also doch ein altes Gebiet. Mhm. Deko, Kampfwerte, auch mal gucken. Level 8, okay, bin ich etwas leicht überlevelt, auch von den... Oh, ich habe das schon bei Konoichi bei der B. Wow. Das ist schon ein bisschen stark. Gut, dann kommt hier mit euren Triple-Dekos. Ich denke, das wäre gar nicht mal so schwierig. Erwische ich hier schon von da. Gehen wir auf diese coole Schiff darauf. Hopsa. Mal gucken. Aua. Weg, weg. Aua. War doch ein bisschen leicht schaden. Ah, wir haben jetzt so Raketen. Das ist ja blöd. Und right in your face. Nachladen dauert der ewig. Komm, da kommst du schon mit deiner Aua. So, der ist down. Jetzt ruft er, was ist das? Dann hier noch ein. Wie geht's mir? Jo, einigermaßen gut. Ich glaube schon über 1000. Wow. 1000 Lebenspunkte. Wahnsinn. Nachladen. Obwohl ich doch lieber mal in den Angriff gehe. Und das war's schon. Jo, das war's. Wahnsinn. Schon ziemlich stark. Auch wenn es nicht gerade so schlimmer mit den gegnerischen Raketen, die kommen, aber gut. Und auch bei Amy wurde das Kerngehäuse vergrößert. Deko R teilt schon wieder, okay. Verteidigungsschub S. Auch gar nicht mal so schlecht. Okay. Das war's mit den Clowns in Schwarz. Was war jetzt das? Spitze. Wir haben sie geschlagen. Ja, das war jetzt sehr schwer. Das heißt, der Premierminister ist in Sicherheit, nicht wahr? Ja. Ich hatte gehofft, Hunter kriegt ein bisschen was zu tun. Aber okay, dann halt nicht. Ihr habt hier dahinter stecken, glaube ich, eher weniger. Dieser LBX ist gar noch stärker als beim letzten Mal. Die LBX und seinen Kumpels sind auch nicht schlecht. Ach, diese lästigen Kinder. Bei sowas gibt es eine Lösung. Wenn es hart auf hart kommt, ziehen wir Leine. Ich glaube, der Spruch ging etwas anders, Boss. Ja, aber die Betonung war perfekt. Los jetzt. Hauen wir ab, wir pfeifen. Geh klar, Boss. Okay. Das sind Trottel. Hey, die sind aber schnell. Machen die sonst Leichtathletik oder was? Bum, 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 bum. Nachricht vom Oskut. Genau, Tyler Oskut. Tyler, wir haben es geschafft. Glaube ich eher weniger. Es tut mir leid. Gerade kam ein dringender Anruf von Len. Es scheint, als wurden wir getäuscht. Hm? Was? Der Attentäter scheint doch nicht dort zu sein, sondern im Nordgebäude. Oh. Im Nordgebäude? Wahrscheinlich direkt gegenüber. Alter, die Parade rückt an. Thank you.
Ich glaube, ich weiß schon, was es kommt. Ich muss bestimmt von hier zum anderen Gebäude rüberschießen. Boah, das wäre so geil. Wann? Kast muss auf seiner jetzigen Position bleiben. Hier? Anscheinend doch. Kast kann mit Hunter versuchen, die Position des Attentäters zu mitteln. Das Wester hat planlos versuchen. Oder planlos rumzuballern. In dem Fall. Außerdem ermöglichen uns Hunters Reichweite und Zielgenauigkeit, in das große Distanz direkt anzugreifen. Ah, geil! Boah, das wird so cool. Du schaffst das. Oder, Kass? Ah. Jammerlappen. Das wird schon, Kass. Wir glauben an dich. Also, glaub auch an dich. Ich bin sicher, dass du schaffen kannst, Kass. Ja, ich glaube auch an dich. Leute. So klischeehaft. Na gut, ich tue, was ich kann. Klasse! Eigentlich tut der Hunter das, was er kann, und nicht direkt du, aber okay. Ich mach das hier. Geh endlich weiter. Und sei vorsichtig. Ganz alleine? Na, gucken wir mal. Die beiden glauben also an mich. Dann habe ich wohl keine Wahl. Wenn der Sitz jetzt vom Muscle, ist alles aus. Mal sehen. Er ist also da drüben irgendwo. Ruhig bleiben, Kess Walker. Du packst das. Du findest diesen Attentäter. Dennoch ist er ja keiner, aber hoffentlich nicht bald. Kass hat deine Gruppe verlassen. Bin ich also mit. Oh, ich wollte das aber mit Kass rumballern. Das wäre so cool gewesen. Na gut. Alle geht's auch hoch, okay. Reizt mich ja ein bisschen. Was ist denn hier oben los? Ah, eine verschlossene Tür. Gut, das war der Reiz. Mit Reiz sollte man ja nicht geizen. Kann ich hier rein? Auch nicht. Oh no. Lass mir doch was erforschen. Das ist eine Mülltüte, super. Und jetzt? Mein Minister! He's all right. Looks like he didn't get hit. Hat er gesessen? Habe ich ihn getroffen? Also hat Kass. Also Hand dann getroffen. Haha, yeah. Ich hab's geschafft. Mega geil. Nicht schlecht, was? Man sah es nicht direkt, aber das ist schon cool. Also war die Detonation der Zerstörung von Hitman. Oder? Wann? Ich habe unseren Killer Albix gefunden. Der ist in einem Zimmer im zweiten Stock des Nordgebäudes. Am östlichen Ende. War das ein Schuss? Das will ich. Ich hab's dein Gewehr erwischt. Was? Wie geil ist denn das? Ausgabe der Tonnen? Ich habe nach unten gerät. Sorry, ich bin doof. Da ist der Tonnen. So, Mucke. Ich dachte schon. Super. Ich schicke die genaue Position an eure LBX-Controller. Behalt euch. Verstanden. Los, Mann. Schnell. Von denen werde ich das Gewehr getroffen. Cool. Hallo. Und tschüss. Kann man auch wieder teleportieren?
Hier geht's aber nicht. Noch geht's ja. Also ab in den zweiten Stock. Ist da noch irgendwas? Nö. Coole Kamerafahrt, mehr oder weniger. Und mal wieder ein kleines Match. 3 gegen 3. Nein, nicht 2 gegen 3, denn... Jupp. Hunter Hunter ist ja weg. Leider. Also bin ich jetzt unterwegs mit Achilles, oder? Genau. Go Achilles! Der gar nicht mal so viel Schaden nimmt. Da habe ich schon über 1400. Wow. Ich habe ultra viele Lebenspunkte. Und hops. Oh, nein. Wurde so ein bisschen Schaden. Ich muss dann ein bisschen merken, wer welche Fähigkeit drauf hat. Damit ich weiß, ob ich es ausweichen oder hüpfen besser. Da wird hüpfen wahrscheinlich auch nicht gerade so klug gewesen, hier ausweichen. Aber gut, weiß ja keiner. So, und was kann ich? Blitzschlag! Gegen den Defos down wir. Na egal. So, hier noch ein bisschen. Und hier noch beim letzten. Ein beherzter Sprung. Und. Schützen. Schön. Spitzenklasse. Level 16 schon bei wann? Vielleicht Bonusschlag noch ein Deko erteilen. Kann mir 30.000 Dekos bauen. Cool. Braucht da kein Mensch, aber ich kann's. Ein zweiter Stock, bin ich jetzt schon wieder im dritten. Ich gehe da, weil eine Tür ist. Einfache Logik. Nochmal 3 vs 3. Immer dieselben. Bazooka-Schuss, muss ich auch mal testen. Erstmal super reinlaufen. 102 Schaden. Ist das so klug? Das hier. Macht er wirklich ziemlich guten Schaden. In irgendeiner Position bin. So, aua. Ja, ich habe noch fast die Hälfte, das geht noch. Und schon wieder Finalschlag. Amy räumt ab. Yeah. Deko das Brustteil. So, noch ein paar Minuten habe ich Zeit. Vielleicht überzieht ihr wieder ein bisschen mal gucken. Da kann ich wieder speichern. Mach ich aber später, denn hier geht es anscheinend rein. Und wahrscheinlich sind hinter dieser Tür dann Hitman. Das heißt doch speichern. Hey Demo, willst du doch lieber speichern? Jupp. Ich denke, da beschreibe ich einfach das mal. Mhm. Da gibt es noch diesen kleinen, hoffentlich spannenden Bosskampf und dann ist der Part schon wieder zu Ende. Die Zeit vergeht wie im Flug. Wahnsinn. Also, gucken, ob sich hier der Scharfschütze versteckt. Das war also der Pix, der den Premierminister umbringen soll. Aber hier ist sonst niemand. Irgendwer muss den fernsteuern. Das sieht irgendwie krank aus. So ein kleiner Kampf-Attentäter-Roboter. Er hat ein zweites Gewehr. Er versucht es nochmal. Das lassen wir nicht zu.
Stimmt's, Amy? Niemals. Los geht's. Ich habe schon ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass ich ihn entwaffnet entgegentrete. Das wäre aber zu einfach gewesen. Hitman, boah, wie krass der aussieht. Konfette. Level 12 CB. Also wertemäßig hier. Bin ich da ein bisschen im Vorteil. Ich warte mal ein bisschen. Warten. So. 120. Wow. Anfassen brauche ich nichts. Nö. Einfach nur Kampf beginnen. Und hoffen, dass es gut läuft gegen Hitman 47. Oder wie der heißt. Gefahr. Wow. Was ist denn das? Macht ein bisschen Schaden, aber nur ein bisschen. Ich will aber schon ein bisschen mehr mit der Zeit. Okay, lädt nach. Genau, ey, wir gehen mal nach in die Rolle. Ich glaube, das ist eh bei den Taktiken eingespeichert so irgendwie. Also läuft bisher relativ gut. Das ist nicht gerade so mega spannend, aber ich versuche mal auf diese Taktik. Komm schon, schieße. Komm schon. Will er nicht? Oh, Amy, aufpassen. Ah, ne. Andersrum. Hitman aufpassen, wobei ihr nicht aufpassen. Was jetzt? I can't get away from this one. What's going on? Ben, Amy, are you guys okay? Good timing, Cass. You saved us. That was a great shot. Don't lose focus. The battle's not over. Right, let's finish this. Rettung in letzter Sekunde. Wobei eigentlich gar nicht. War eigentlich null in richtiger Gefahr, okay. Machen wir es ein bisschen dramatischer. Waffe wechseln. Und Slash. Das war schon der Finalschlag. Noch nicht ganz. Hier kommt er. Lightning Strike. Und das war's. Schon wieder SMS. Gut gemacht, Van. Danke, Tyler. Woher weiß er das? Guckt er mir zu? Und jetzt schnell. Macht, dass er da rauskommt. Die Polizei dürfte der Aufruf wohl kaum in Gang sein. Bald wird es hier von Polizisten nur so wimmeln. Alles klar, verschwinden wir. Okay. Dan ist schon unterwegs, um ihn abzuholen. Er wartet euch an der... An der Tür oder irgendwo? Egal, gewonnen. Hitman! Also gibt es immer bei den Boss-Kämpfen wahrscheinlich, wenn man da einen Finalschlag macht, immer einen Teil vom Boss. Das ist ja cool. Hitman-Kopf wahrscheinlich. Müllmedaille, Spielzeugmedaille, Wahnsinn. Muss gleich mal gut gehen. Unser anonymer Freund hat also recht. Und die Hilfe dieser Kinder mit den weißen LBX hätten wir diesen Anschlag nie verhindern können. Hervorragende Arbeit, Kinder. Gut geschossen, Cass. Ohne Hunter hätte ich es aber nie geschafft. Er ist selber wahr. Ihr könnt aber großartige Arbeit geleistet. Ich meine es ernst. Ab heute seid ihr echte Helden. Helden, die keiner kennt, da sie es niemand davon weiß, aber okay. Ich kann es immer noch nicht richtig glauben. Wir haben gerade einen Attentat auf den Premierminister verhindert. Ja, das ist zu genial. Selbst wenn ich hiervon erzählen könnte, würde meine Mutter mir das nie abkaufen. Aber der Kampf gegen diesen Hitman-LBX war schon ziemlich heftig, oder?
Naja, es ging. Ich meine, das war ein LVX, der speziell für Attentaten entwickelt wurde. Ein Fehler und wir wären draufgegangen. Ja, da hast du wohl recht. Ich war aber so beschäftigt, damit die Wirklichkeit irgendwie entgangen ist. Es macht einen aber schon Angst. Stimmt. Können Sie uns jetzt sagen, warum Sie Hilfe gebraucht haben? Und warum gerade von uns? Es gibt etwas, das du wissen solltest, Van. Mysteriöse Musik? Es geht um deinen Vater und das Flugzeug, das er damals genommen hat. Mein Vater? Was hat mein Vater mit der Sache zu tun? Van, dein Vater ist am Leben. No shit, Sherlock. Was? Und da sitzt er. Dr. John Yamano. Oder John. Wann? Und er hilft den Bösen. Weil sie auch irgendwie ein bisschen auch hintergehen könnte, so. Das sieht ja mega geil aus. Das ist ein ziemlich cooles Wallpaper. Und ich mir dachte, das ist dann wahrscheinlich auch das Ende von Kapitel Nummer 2. Oder? Mal gucken. Foto speichern. Jupp, ich speichere mal. Ja, die ganze Story ist abgeschlossen, ist das Ganze mit den Attentäter. Das düstere Komplott, das wurde jetzt auch schon aufgedeckt. Jo, würde ich mal sagen, speichere ich mal hier ab bei dem uralten Speicherplatz. Und dann würde ich mal sagen, wie es weitergeht mit Kapitel Nummer 3. Was es da dann geht und was dann genau los ist mit dem Vater von Van, mit Dr. John Yamano. Das eben alles ab dem nächsten Part. Also, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.